Cheerio, meine Freunde, willkommen zurück zum Metro 2033. Im letzten Part sind wir in der Riga-Station angekommen, haben Bourbon getroffen, der mit uns jetzt zur nächsten Station weitergehen will. Und er konnte komischerweise den Kasten hier beiseite schieben, wir aber nicht. Aber schauen wir mal, was wir jetzt gefunden Gähnen wir. haben. Ja, ich komme ja schon. Verdammte Axt nochmal. Als ich mit Bourbon den verlassenen Tunnel betrat, fragte ich mich, ob es falsch gewesen war, ihm zu vertrauen. Aber die Stationstore waren noch immer geschlossen und es war nicht abzusehen, wann ich sonst da wegkäme. Okay, weiter Klasse, geht's. wir sind raus. Jetzt halte deine Augen offen, die Fahrt ist vorüber. Es sind schon viele Typen in diesen Tunnels gestorben, aber wenn wir uns gegenseitig helfen, kommen wir durch. Was macht er da? Ja, ich komme gleich nach. Ich werde erstmal mich hier wieder umgucken. Diese leuchtenden Pilze. Was schießt der denn da die ganze Zeit ab? Stimmt, wir haben ja die Schrotflinte, ne? Also die Wie? Wie? Geht's da oben nach oben? Geht's da hoch? Müssten wir dann nicht hier jetzt eigentlich Masken tragen? Ich meine, guck mal, da ist das Tagelicht und ich dachte, die Oberfläche ist verstrahlt. Ist das eine, oder ist das eine Lampe? Nee, das Tageslicht. Ih, mein ganzes Visier verschwimmt. Nur ein einzelner Schleicher. Die greifen nur selten Personengruppen an. Aber Was? wenn du alleine bist, musst du aufpassen. Schleicher? Oh, wer? Wie? Ach toll. Guck mal, hier ist unser Willkommenskomitee. Hi, wie geht's dir? Du siehst aber echt gut aus. Was läuft? Moment, ich muss mal kurz anders hinsetzen, also jetzt mal kurz kloppen oder so, nicht wundern. Der sieht sehr abgenagt aus. Hat er noch was bei sich? Außer sein. Ah, nee. Na lecker. Weiter geht's. Da ist noch jemand. Der hat Munition. Die fliegen uns schon die Fliegen in. Dampft der? Guck mal, sogar Shotgun-Munition. Aber der dampft schon richtig. Huch! Ich wollte den mir angucken. Käse! Huch! Entschuldige. Das war jetzt unabsichtlich. Ich bin auch so ein bisschen erpicht auf die Bücher. Ich will die nicht verpassen. Da können wir. War da gerade was? Ich habe doch gerade was da drin gesehen. Sie verarschen? Ich hab dich. Was war das gerade für ein Geräusch? Hallo? Ich sehe dich doch. Ich will mal kurz was testen. Nö. Ich wollte gerade sagen, was ist das denn da? Da ist ein Loch. Ich mag irgendwie nicht da rangehen. So, was geht, Bourbon? Du jetzt geradeaus? Zieh aber lieber mal über die Seite vor. Bin mal gespannt. Da. Da ist was. Ich sehe dich. Ich sehe dich, du Bastard. Komm her. Wusste ich's doch. Buja. Ah! Alter! Lass das! Noch hier irgendwas? Was? Nee. Das ist hier nichts, ne? Hier haben wir unseren Freund, den haben wir gerade ja schon. Ah, aber die zu fliegen. Den haben wir ja schon was abgenommen.
Da ist ein Loch in der Wand, dem vertraue ich nicht. Denn daran erinnere ich mich nur, dass die Wände, wenn man da zu nah dran geht, dass da auch diese Viecher durchkommen und die schnappen. Das muss nicht sein. Da vorne liegt ein Kerl und ihr knurrt schon wieder. Wie war das noch mit Loch? Hier ist eine Waffe. Wo? Okay, der Schnauze hört auf mich hier anzubrubbeln hier. Ich glaube, den Revolver behalte ich mal. Ich nehme mal die hier. Was ist denn? Und du? Achso. Ah, okay. Bin zwar eigentlich auch mal gern so eine Maschine. Pistolen. Ist hier denn irgendwas hinten, dass es sich lohnt, in dem Loch hier vorbeizugehen? Arschloch. Was ist hier? Oh. Munitionne. Ich gehe jetzt hier vorbei. Nein, ich höre dich nicht, ich sehe dich nicht. Geht weg. Lasst mich. Ja, noch was? Nö, nö, nö. Ist gerade ein bisschen zu ruhig. Mir ist das ein bisschen zu ruhig hier, muss ich ehrlich sagen. Dann wollen wir uns mal zu Bourbon aufschließen. Der jetzt schon weit weg ist. Schön, dass du auf mich wartest. Oh, eine Ratte. Bam! Ein paar Ratten und... Ich weiß, was ist das denn? Wieso schleicht man denn manchmal an die so? Und du? Ih! Da kommt Blut durch die Decke, hallo! Das ist aber nicht so... Ah. Hier ist noch ein Kollege. Hey, Buddy. Noch irgendwas hier? Nö. Ach, Mensch. Den hat's erwischt, den hat's erwischt hier, den hat's erwischt. Scheiße, eine Karawane, alles im Tod. Den Stil kenne ich. Banditen. Und die Hanse prahlt, damit sie ausgelöscht zu haben. Halte deine Augen offen. Die werden uns nicht einfach so durchlassen. Okay. Alarmsystem. Alt, aber wirkungsvoll. Wenn du unerwartet ankommen möchtest, solltest du die Dose nicht berühren. Haben die gefesselt? Also den haben sie gefesselt und dann umgebracht oder was? Wie feige ist das? Was ist das? Was hast du da? Schlüssel. Wofür brauche ich denn den Schlüssel? Und wo geht's da lang? Komme ich leider nicht ran. Ich folge ihm gleich. Ich bin nur gerade interessiert, was hier denn noch so rumliegt. Wieso läuft er denn so langsam? Auf so langsam zu laufen, Kollege. Ne, hier ist sonst nichts mehr. Okay. Nee. So. Nichts. Ach, hier ist auch noch jemand. Ich sollte damit aufhören. Ich kann mit der Schrotflinte nicht zielen. Sollte ich mich allein gewöhnen. Oh, das sind die Dosen. Da sollen wir jetzt dann vorbeischleichen. Ich berühre sie nicht, berühre sie nicht, berühre sie nicht, berühre sie. Pass auf, wohin du trittst. Jedes Geräusch ist gefährlich. Ja, ich will auch mal sagen, jedes Lichtlein, ne? Das Munition. Eine Drahtschlinge, ausgezeichnet, um Linde und Wagemutige zu beseitigen. Du weißt, was du tun musst. Was sind denn das für Geräusche, Gott? Eine Drahtschlinge, ach du Schande. So, da muss ich rüberhüpfen. Was ist denn das für ein Geräusch hier? Kann man die irgendwie ausschalten? Hier nicht. Ah, da.
Was ist denn das für ein Geräusch? Ich kann mir... So, auch noch ausmachen. Was ist denn das für Geräusche, Alter, wenn hier irgendwie ein Tiger neben mir ist? Was ist das? Was? Die können wir nicht aufmachen, ne? Nee. Da. Munition. Munition. Sonst noch irgendwas hier? Nein. Gut, wir ziehen weiter. Sie haben sich verbarrikadiert. Verdammt, wir müssen näher ran. Kannst du die Patrouille erledigen? Was? Was? Ah, da hinten ist einer. Wie soll ich ausschalten? Ich will nur gucken, ob ich da nicht wieder auf eine Drahtschlinge. Shit! Oh shit, 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 shit! Huch! Hier ist niemand! Huch! Sehen? Ist das hier vor den Böhmen? Ja. Wo kommt das her? Alter, diese Waffe ist kacke. Ich hätte sie nicht. Schnauze! Wo ist denn der? Da vorne ist... Kopfschuss! Booyah! Einen von uns hat's erwischt! Einen? Er hat auch nicht viel. Jetzt gehen wir ja näher ran, da kann ich ja... Was? Ist der gerade verreckt? Würben auf mich weiter zu schieben hier. Ist hier sonst noch irgendwas? Ich meine, die sind jetzt sowieso alle tot. Oh, nice. Zwar wohl so eine Form Schatz hier. Ist hier sonst noch irgendwas? Da. Was ist das? Ist das das Maschinengewehr? Oh ja, sehr gut. Das nehme ich. Finde ich besser als diese komische Druckluftpistole, wenn ich jetzt ehrlich bin. It's safe! Oh, wir können den aufmachen. Entschuldigung, ich habe gerade ins Mikrofon gepustet. Da war ja etwas drin, ne? Also brauchen wir den Schlüssel für die Safes. Ah. Alles gut? Doch keins gemacht. Ich muss mich beugen. Ich muss mich runterbeugen. Ich versteck mich mit der Birne. Ham. Ist jetzt tot? Ach, er ist gerade gestorben hier. Okay. So. Weil es jetzt noch so viel bringt. Nachdem wir ja hier alle abgemurkst haben. Nicht wahr?
So, wie sieht's denn jetzt hier aus? Sind jetzt alle tot? Die Brücke ist ein übler Ort. Hier der Plan. Du passt auf mich auf und ich auf dich. Wenn wir zusammenarbeiten, schaffen wir es. Spiel nicht den Helden, Junge. Denn ich bin heute nicht in der Stimmung. Stopp. Da. Oh Gott, wir haben in Riga 2 verpasst. Nein! Irwin ist definitiv nicht so einfach, wie er zu wirken versucht. Ja, er ist grob und sein Sinn für Humor ist ziemlich derbe. Aber die Dinge, die er von seinen Taten erzählt und vor allem jene Dinge, die er lieber nicht erzählt, zeigen, dass er viel zu schlau ist für einen normalen Schmuggler. Für seine Kenntnis der Situation, nicht nur in der umliegenden Situation, Station, sondern im gesamten Ring ist erschreckend. All diese Gänge und Tunnels, selbst die längst verlassenen, sind ihm genauestens bekannt. Das Kämpfen liegt ihm im Blut. Was bedeutet, dass er schon einige gefährliche Begegnungen hatte. Er ist definitiv viel mehr als ein normaler Schmuggler. Da bin ich mir sicher. So, mit diesen schönen Worten würde ich mal sagen, beenden wir auch mal die Folge für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao. Wow, 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 wow.